Ja, liebe Freunde, da ist die Susi. Da ist der Horst. Und da ist der Roland. Und heute machen wir einen lässigen Skitag in Sölden am Geislachkogel. Und zwar gehen wir heute einmal ein bisschen abseits freireiten. Juhu! Schauen wir mal. So, die erste Tour machen wir Geislachkogel Süd, West, Süd. Oder anders gesagt, wo wir zum Geislachsee. Geil, gell? Ha. Ja. Anstrengend. Ich muss mir die Hacken ein wenig machen. Du wirst abreißen küssen. Beim Herzersee waren wir überhaupt noch nie. Also wenn man die Wahl hat zwischen einem Rücken und einer Rinne, dann immer in Rücken wählen, aus Sicherheitsgründen. Ja, weil vom Rücken geht die Lawine links und rechts weg und in der Rinne begräbt sie dich, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Meistens zumindest. Geil! Ja, circa 1000 Höhenmeter ist die Abfahrt. Ich hab mir das nicht müssen. Ja. Lässig. Da treibt es mir das Wasser raus. Horst, wie hat dir jetzt die erste Runde gefallen? Es war ein Traum, aber sehr anstrengend. Sehr anstrengend, aber super zum Fahren. Hallo, super! Ja, du bist schon fesch. So, die zweite Tour machen wir jetzt über die Grumpe Rinne. Und zwar geht es hinter der Kurve beim Geislachkogel nach links, also wieder nach Westen. Und dann geht die Grumpe Rinne nach Norden. Das ist zuerst so eine lässige Wanne. Dann kommt der Knick und da fährt man ganz lässig durch die Felsen durch, schön steil, so wie wir es mögen. Die Einfahrt zur Grumpe Rinne. Oben sieht man die Bergstation vom Geislachkogel und das Kreuz. Bravo, super! Schon schön Zeit lassen, genau. Schön langsam. Super. So, Horst, schau. Da sieht man jetzt die Schlucht da oben zwischen den Felsen. Unten wird es dann ein bisschen breiter. Geil, lässig zum Fahren, schöner Pulver. Und hinten sieht man zurück bis zum Rettenbachgletscher. Horst, bist du bereit? Jawohl. Susi, bist du bereit? Ja. Nein! Gell, wenn er die Hände immer vorn hat, nachher wird es viel ruhiger. Ja. Hände immer ganz schön ruhig nach vorn, die müssen nicht mehr sichtbar sein. Schön langsam, gell?
Das ist jetzt die große Rinne, die lange. So, liebe Freunde, heute haben wir einen Geislach Kogel unsicher gemacht. Es war echt lässig. Ja, ein Traum. Hurra! Super was! Ein Geheimtipp hatte ich schon noch. Oh. Drüben auf der anderen Seite. So, da sieht man jetzt gut. Oben der Geislach Kogel. Und dann schön die Krumperinne mit der typischen Krümmung. Und unten geht es schön weit auseinander. Das war unsere zweite Fahrt. Jawohl. Du stark, du. Mahlzeit. 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 Ja, nicht kein Kaiserschmarrn. Den haben wir uns verdient.